Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Space Engineers. Heute mal leider wieder alleine. Was heißt leider? Tut doch mal gut. Nee, Quatsch. Schorn. Also heute mal ohne Schorn. Weil mir ist gerade aufgefallen, dass wir haben ja massive Probleme. Erstens mal wird der Rover nicht richtig ausgeladen. Und zweitens mal hat nicht das Skript Probleme, sondern hier fehlen diverse Conveyor-Leitungen. Das habe ich jetzt nämlich nur durch Zufall gesehen, als ich hier ein bisschen vor der Aufnahme rumgestuckert bin. Weil hier oben steht Warning, Items, Transfer vor einfache Raffinerie, ein großer Cargo-Container 100% voll. Und dann stand noch was anderes mit, es no Conveyor-Leitung exist. Bah. Und die einfache Raffinerie hat wohl auch Probleme, weil wie gesagt der Cargo voll ist. Jetzt müsste ich mal gucken. Ich glaube, ja genau. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel noch eine Conveyor-Leitung anschließen würde, müsste das theoretisch eigentlich funktionieren. Theoretisch. Wir können das ja gerne mal probieren. Genau, gut. Das wollte ich bloß mal sicherstellen. Nicht, dass es dann heißt hier... So. Aber ich wollte ja sowieso umbauen. Also wird das quasi der erste Schritt dazu, dass wir quasi umbauen. Jetzt muss ich mal gucken, ist hier was drin? Das ist der Components Container. Okay, weil da würde ich das nämlich gleich so machen. Wenn wir die jetzt mal nehmen hier. Hier mal einen Conveyor dran flexen. Und hier auch gleich noch hin. Hier kommt eine Tube rein. Und ja, hier machen wir das mit einer Curve. Also beziehungsweise einer Kurve. So. Dann hat das jetzt quasi alles eine Verbindung. Okay, das Problem hätten wir dann damit quasi schon gefixt. Jetzt müsste normalerweise alles eigentlich funktionieren. Aber mir ist noch was aufgefallen. Und zwar, ja, die sind zwar verbunden, aber die hat halt, ich glaube, diese ist das hier, die Shorn gebaut hat, glaube ich. Die hat irgendwie, ne, Montageanlage 2, dann ist es die hier unten. Ne, das ist Automontage. Wo ist denn die Montageanlage 2 eigentlich? Bei 4? Na, wartet mal, jetzt gucken wir erstmal, ob sich das hier beruhigt hat. Komm mal runter. Ja, Container ist voll. Transfer. Okay, jetzt geht es immer nur noch um die einfache Raffinerie. Dass da der Container voll ist. Okay, ja. Dann würde ich sagen, Pech gehabt. Aber ich hatte ja sowieso was vor. Beziehungsweise, Sean und ich hatten was vor. Und zwar wollte ich jetzt eigentlich... Ich bräuchte jetzt mal ein eigenständiges Grid. Und zwar, wie mache ich das jetzt? Bräuchten ja theoretisch erstmal eine Batterie. Weil ich würde jetzt gerne schon anfangen, hier umzulagern. Den Rover muss ich dann auch nochmal umbauen. Ich könnte jetzt theoretisch hier nochmal gucken. Halt mal. Aber theoretisch sind die jetzt eigentlich alle verbunden. Normalerweise müsste das jetzt funktionieren. Ich verstehe bloß gerade nicht, warum, wenn der Container voll ist, warum das Skript nicht automatisch einen neuen Container nimmt. Weil eigentlich müsste das Skript dann sagen, gut, machen wir halt Ore-Ingots Container 2 zum Bleistift. Kleiner Frachtcontainer, wie voll ist denn der eigentlich? Der ist zu 4,6% voll, okay. So, was brauchen wir denn für die Scheißdinger hier? Müsste ich mal in der Produktion gucken. Ah, dafür brauchen wir Silber, okay. Gut. Aber zumindest haben wir das jetzt schon mal so wieder hingekriegt, dass die Montageanlagen arbeiten dürfen. Obwohl das jetzt gerade nicht so aussieht. Aber wo ist denn die bitte? Oder ist nicht? Das ist nicht die einfache. Die einfache Montageanlage ist hier. Ach. Das kann doch nicht etwa... Das wird die hier sein, oder? Weil hier sind ja auch nochmal zwei... Und die sind ja wieder nicht... Ja, das ist Montageanlage 2.
Ah, ich glaube, ich muss das wirklich abflexen hier, das wird sonst nichts. Das Problem ist bloß, dann werden die Batterien nicht mehr geladen. Wie sieht es denn bei dem aus hier? Die sind in 4 Tagen verbraucht. Kriegt er so wenig Input? Zufuhr? Wow, das ist echt mies. Ja gut, es verbraucht jetzt natürlich alles. Aber wisst ihr was, ich glaube, wir machen das wirklich. Ich glaube, ich flex den jetzt mal weg hier. Dann ist Sean leider nicht dabei. Tut mir leid, meiner. Dann wirst du das leider nicht miterleben. Ja, auf jeden Fall ist er jetzt entkoppelt. Mal gucken, ob sich das jetzt alles ein bisschen normalisiert. Das werden wir sehen. So. Zack. Und weg. Okay. Gut. Dann werden wir den jetzt aber auch kleiner zum Schiff umwandeln. Hoppala. Und zwar bei Info. Achso, halt, das könnte man ein bisschen spektakulärer machen. Dass man das natürlich auch sieht. So, Info, Convert to Ship. Und Bamsen. So, aber ich würde sagen, wir lassen den hier unten stehen. Dass wir den gar nicht erst so weit wegfahren. So. Gut, dann ist es jetzt halt so. Wie lange reichen die Batterien jetzt? Ansonsten muss ich hier ein paar Solarpaneele oder irgendwas anderes drauf klatschen. Ah, guck mal, die reichen 14 Tage. Das passt. Der muss ja eh nichts machen. Theoretisch könnte ich ihn nur ausmachen. Da dürfte nichts passieren. So, aua. Jetzt müsste ich mal gucken, ob sich das hier normalisiert. Langsam oder sicher. Jetzt ist Warning einfach in der Regel Container. Oh, der Target Container ist voll. Das ist natürlich blöd. Aber warum ist der voll? Der wird mir hier mit 70, noch was Prozent angezeigt. 5 Type Container Balancing off. Awesome Section. Ein großer Frachtcontainer ist voll. Abort the Target Container ist voll. Okay, aber der ist trotzdem nicht voll. Weil Ohr und Ingots wird mir 70,8%. Achso, na gut, okay, das ist ja wieder aufgeteilt. Components, Bottles. Gut, passt auf, dann machen wir das jetzt einfach mal so. Wir gucken mal, was wir noch produzieren könnten. Und da haben wir ja nicht wirklich viel. 180, 500 habe ich schon. 180, 10.000 Hammer. Was haben wir denn hier noch? Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Bulletproof Glass könnten wir noch. Machen wir so 250. Dann haben wir das. Datapad. Detektoren. Detektors. Machen wir. Können wir ruhig mal 150 produzieren lassen. Die können wir ruhig da haben. Handrail brauchen wir nicht. Bottles haben wir genug. Tubes haben wir genug. Was ist denn das hier? Ah, guck mal, die Waffenmunition, davon haben wir nicht. Machen wir mal 100. Dann haben wir soweit eigentlich alles. Okay. Dann müsste der jetzt eigentlich gleich nochmal, genau, er müsste jetzt umspringen. So, waiting. Aber wie gesagt, das spielt jetzt eher schon mal keine Rolle. Wir werden ja definitiv, also ich werde jetzt definitiv anfangen, schon etwas umzubasteln. Dass das alles auch ein bisschen geordneter abläuft. Und da muss ich das Skript eh nochmal rausschmeißen. Also ich gehe mal davon aus, dass es jetzt nicht an dem Skript liegt. Warum der Rover nicht entladen wird, weiß ich jetzt mittlerweile. Weil ich das so blöd verbunden habe, dass die großen Anschlüsse nur zu jeweiliger einer Reihe Container passen. Wenn ich die jetzt zum Beispiel umdrehen würde, dass die großen in der Mitte sind und die großen auch in der Mitte sind, dann würde der sich durch den Verbinder automatisch selbst entladen. Also das würde dann theoretisch funktionieren. Also das funktioniert, ich habe es ja schon probiert. Auf einem Testspielstand, also das geht. Das würde dann hundertprozentig funktionieren. So wie es jetzt ist, funktioniert es leider nicht. Gut, aber dann können wir den ja dann später auch nochmal umbauen. Den lasse ich jetzt einfach so, wie er ist. Weil dazu kann ich das Zeug jetzt zum Beispiel
Ich glaube, das war hier in Container Nummer 6. Jetzt bin ich gerade voll. Schmeißen wir das jetzt mal hier rein einfach. Und greifen hier nochmal drauf zu. Ah, ich krieg's hier nicht mal raus. Ach nee, das ist glaube ich sogar die Seite, oder? Jetzt habe ich es glaube ich sogar gleich auf der falschen. Nee, ist sogar auf der richtigen Seite. Ah. Ja, es ist sogar der Container hier. Aber warum wird der dann nicht entladen? Ist hier manchmal irgendwas faul? Ne, hier passt's. Also wie gesagt, ich habe das getestet. Hier ist nichts drin. Dann ist hier, das ist der 5er. Ah, guck mal hier. Das ist der 6er. Deswegen geht's nicht. Aber wenn ich das jetzt zum Beispiel alles hier reinschmeißen würde, in den 3er. Das ist der 6er. Stimmt, wir hatten den ja drüben, ja, für den Turm mit. Theoretisch könnte ich das auch drin lassen jetzt. Also, von daher ist das jetzt auch nicht so wilde. So, aber nur um es euch mal zu zeigen, dass es eigentlich funktioniert, dass sich das Skript eigentlich alles zieht, was Components, was sonst alles, was Pipapo, was bla 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 ist. So, move wir den mal kurz. Warum ist eigentlich die Lenkung schon wieder an hier hinten? Das geht mir schon wieder voll auf den Piss. Warum lenken die hinteren Räder schon wieder mit? Das müsste vorne sein. Wenn nicht, dann müssen wir es gleich. So, guck mal, jetzt lenkt zum Beispiel bloß die vordere Achse mit. Und vorne müsste es dann genau andersrum sein. Dann müssten das die hinteren sein. Ne, das war verkehrt. Okay. dann ist es der mit Lenkung. Und hier müsste es jetzt der sein. Genau, jetzt passt's. So, lässt sich das Teil nämlich schon mal viel besser steuern. Klar kommt er ein bisschen besser um die Kurve, wenn jetzt alle mitlenken, aber wer will denn sowas? Wer will denn sowas? So, und dann nutzen wir auch gleich meine Rückfahrkamera, also das habe ich die ja auch umsonst angebaut. Ein Stück rüber. Und pam, halt. Nicht ganz so doll Pam machen. Okay, warum ist es so weit weg? Aber jetzt könnten wir eigentlich ein bisschen an dem Fadenkreuz orientieren. So, und jetzt gucken wir nochmal. Also, Container 3 ist jetzt voll. Jetzt wird verbunden. 8, I und Karre anzeigen. Und Container 3 ist immer noch voll. Jetzt ist er leer. Bam! Komm, den Mist ziehst du jetzt auch noch raus. Ja, so. Alles funktioniert. Das liegt jetzt wirklich nur daran, dass es halt einseitig, dass es halt ziemlich einseitig ist, der große, der Rover. Es liegt an nichts anderem. Und hier oben ist immer noch, ja, die wollte ich eigentlich auch noch drehen. Ja, aber theoretisch könnten wir es dann ja sowieso gleich überarbeiten. Oh, verdammt, da ist ein... Wartet mal, da ist ein Signal. Da ist ein Signal, das muss ich holen. Kann man nämlich gleich mal den Rover ein bisschen testen. Also wenn es geht, jetzt immer nur noch auf die Seite, wo der Verbinder ist. Ach komm, wir machen mal ein bisschen Action hier. Machen wir mal das Feuer an den. Oh, da geht schon gut ab, das Ding. Schon würde jetzt Sachen verhaltensmäßig fahren. Puh. Wenn nicht, wird ein neuer gebaut, mein Gott. So. Ne, was sagt er immer? Sanft? Irgendwie sowas. Irgendwie sowas hat er immer gesagt. Sanft fahren. Oh, shit. Das wäre jetzt Karma gewesen. Bloß gut, dass das Ding Gyros hat. Fehlen normalerweise noch irgendwelche Thruster oder sowas. Ich werde die Folgen auch nicht so lange machen, wo Sean jetzt nicht dabei ist, dass er nicht so viel verpasst. Mensch, jetzt geht er mal aus. So. Komm her, mein Schalter. Hast du was für mich? Nein. Oh ja, klar. Zack. Ja, Kohle nehmen wir immer mit. Und dass kein Müll rumliegt.
Nee, du sollst jetzt nicht wegrollen, du Idiot. Bleib hier. Mann. Ach, ich muss echt mal gucken, was das für ein nächstes. Aber wie gesagt, ich glaube, da brauchen wir Silber dafür. Müssen wir echt mal Silber suchen gehen. Also wie gesagt, ich habe jetzt eigentlich in der Folge vor, ein eigenständiges Lagerpad zu bauen. Mit, ich denke mal, so 4 großen Cargos. Vielleicht machen wir doch lieber 6. Mal gucken. Und das dann darüber wuppen zu lassen, das wird eh die ganze Folge dauern, bis es dann erstmal alles gebastelt ist und bis es dann fertig ist. Weil ob ich das jetzt mit Build und Repair bilden lasse, weiß ich noch nicht, weil da müsste ich erstmal sowieso ein Cargo bauen. Selber oder halt einfach nur ein Pad. Ich bräuchte dann auch noch eine Batterie, die ständig mit irgendwas gespeist wird. Ob das sei das jetzt sei das jetzt Sonnenlicht, sei es jetzt Windenergie. Weil ich möchte das Ding nicht an das Grid anschließen, weil dann greift dann auch gleich wieder das Skript drauf zu und ja, genau. Also es geht eigentlich nur darum, dass es die Folge mal ausgelagert wird und dass dann quasi schon mal der Umbau so langsam stattfinden kann. Wir haben ja drüben einen großen Turm, das müsste eigentlich erstmal reichen an Energie, weil die Windräder laufen ja alle schon. Oder laufen. Und einen neuen Turm kann man ja dann immer noch basteln. Und der Windturm steht ja auch noch, also von daher ist das nicht so wilde. Wow, mal langsam. Nicht übermütig werden. So, die Components werde ich jetzt gleich im Rover lassen. Die werde ich jetzt nicht rumtüdeln, beziehungsweise die drin sind. Die anderen lasse ich bei mir drin. So. Handige Bremse. Nein, das war die falsche Taste. So. Und das Grid wollte ich eigentlich erstmal provisorisch hier hinpacken. So, dazu muss ich jetzt aber Build and Repair erstmal ausmachen, weil sonst flext damit die Steine wieder weg. Beziehungsweise die Blöcke. Wie ist denn das jetzt? Aus. Okay. Gut, sind sowieso alle aus. Sehr schön. Ich glaube, das andere ist da unten. Das andere Build and Repair. So, jetzt würde ich nämlich hier... ich hoffe bloß, das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Ich bräuchte theoretisch keinen Sortierer. Den brauche ich nicht. Also, da erstmal eine Tube. Und dort dann dran ein Verbinder. Oh. So. Genau, das könnte man theoretisch noch bauen lassen. So, dann bräuchte ich wie mache ich das jetzt am blödsten? Kann ich die eigentlich einfach so setzen oder brauche ich dazu? Ne, ich glaube, ich brauche dazu unbedingt. Ich brauche dazu mindestens einen Metallblock, oder? Damit ich da ansetzen kann. Gut, pass mal auf. Dann wären wir jetzt ungefähr. So, das müsste jetzt eigentlich passen. Ich den jetzt da hinsetze. Ja, doch, das müsste passen. Okay. Gut. Ansonsten mache ich dann noch solche Slopes dran. Jetzt brauche ich das hier. Ne, halt, erstmal brauche ich das hier. Und zwar in Conveyor-Form. Bam. So, das machen wir jetzt. Na gut, so weit vor müsste ich eigentlich kommen. Ja, ist egal. So, das machen wir jetzt ungefähr 3x3. Damit wir da ein ordentliches Feld haben. Weil dann brauche ich den unten in der Mitte nämlich bloß verbinden. Dann brauchen wir die Teile. Diese Einsammler. Zack, zack. Und die haben ja bloß unten eine Verbindung. Zack, zack, zack. Zack. So, da komme ich bis jetzt noch überall ran. Und wie gesagt, wenn nicht, schmeiße ich einfach Build and Repair an. Also so, dass ich vorher aber wenigstens schon irgendwas habe mit einem Panel. Weil sonst flext mir das Ding alles wieder weg. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier. Ja doch, hier machen wir jetzt noch einen Conveyor dran. Und hier kommt jetzt Tubes. Bap, bap, bap.
Und das müsste vom Platz her eigentlich schon reichen. Weil so viel Platz möchte ich hier gar nicht einnehmen. Weil ich muss es ja dann alles wieder umlagern. So, dann kommt hier jetzt genau die großen Cargos. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Und Nummer 4. Dass hier alles eingelagert werden kann. Okay. Das sieht eigentlich... Ich mache sicherheitshalber trotzdem mal über 6. Und das machen wir genauso. Dass wir es dann auch schön einfach wieder umlagern können. So. Packen wir die da oben drauf. Die sind alle jetzt connected. Das passt. Habe ich die auch richtig gesetzt? Ja. Gut. Sehr schön. Okay, dann... Jetzt müsste ich irgendwas... Achso, warte mal, ich brauche ja noch... Genau, ich brauche ja noch Stromversorgung. Und zwar... Es geht ja nur darum, dass die Conveyor laufen. Ja komm, da mache ich hier eine Batterie und dann ein Solarpanel, oder? Weil hier jetzt extra noch einen Turm hinflanschen, ist ja auch blöd. Also es wär zumindest Schwachsinn, fände ich jetzt. Es wäre zumindest Schwachsinn. Also Schwachsinn wäre es jetzt nicht direkt, aber es wäre halt blöd. Doof. Komisch. Ja komm, da setze ich hier jetzt eine Batterie hin. Habe ich jetzt noch eine unten in der Leiste irgendwo drin? Sieht nicht so aus. Okay. Dann nicht. So, Batterie. Zack, dahin. Und dann... Wollen wir hier gleich eins dran flanschen? Ich würde sagen, eins können wir hier. Na gut, okay, nee. Das sieht komisch aus. So, die könnten wir zum Beispiel bloß da dran pappen. Ich meine, die Conveyor brauche ich nicht hier. Die Conveyor brauche ich nicht. So. Und so. Müsste ja eigentlich reichen. Also es soll ja wie gesagt nur die Container am Laufen halten. Viel Strom wird es nicht brauchen. Gehe ich mal hoffentlich davon aus, dass es so ist. So, und dann werde ich jetzt die Batterie zuerst verarbeiten. Dass wir hier... Dass wir quasi ein Panel haben. Wo ich dann quasi nur noch... Nicht möglich, aha. Okay, das ist schlecht. Warum nicht möglich? Weil wir keine mehr haben, oder was? Keine Energiezellen? Na doch, hier sind doch welche. Willst du mich rollen? Ja, es ist, gibt mir da auch welche. Wieso steht denn da nicht möglich? Weil ich keinen Platz im Inventar habe, oder was? So, jetzt haben wir's. Okay, zack. So, die Batterie, die hält jetzt 108 Jahre. Guck mal, das ist Wahnsinn, oder? Aktuelle Ausgabe 1 kW. Zufuhr kriegt es natürlich noch keinen, weil jetzt hier halt noch nicht läuft. Aber jetzt könnte ich quasi hier wieder Build and Repair anmachen. Da könnte mir das nämlich ein bisschen helfen hier. Das müsste jetzt das hier eigentlich sein. Mal gucken, ob es das jetzt macht. Ja, es schweißt schon mal, guck mal. Und es schweißt natürlich erst wieder das Wichtigste. Und das sind natürlich die Cargos, jawohl. Dann nehme ich jetzt hier mir die Conveyor vor. Aber vorher tue ich mal die hier rausklatschen. So. Wird jetzt natürlich alles ein bisschen ultra, also bescheiden. Ich sollte vielleicht auch mal den zuerst machen, ja. Ja, ne gut, das war jetzt bloß der Block, aber da steht's wenigstens sicher. Halt. Also ich mache jetzt das, wo ich rankomme und den Rest überlasse ich dann hier. Build and Repair. Sag mal einfach mal so. Oh. Ich hoffe bloß, es reicht für die großen Cargos mit dem ganzen Geflinse hier.
Oh, ich habe noch die ganzen Dings einstecken. Oh, ich habe alles voll mit. Alter Falter. Ich muss mal die Energiezellen loswerden. Weil die fressen nämlich einen Haufen Platz. So, der in der Mitte muss dann noch. Und dann könnte es quasi schon losgehen. Oh, das passt sogar. Sehr schön. Gucken wir, ob ich so ein bisschen was los wäre. Oh, da könnte ich eigentlich mal die Solarpanel übernehmen. Ja? Da wird die Batterie nämlich gerade noch ein bisschen gespeist. Ah, ja, dann mache ich die Solarpanel. Ach, guck mal, für die haben wir sogar schon alles. Ich glaube, da hätte sogar eine gereicht. Also, das ist ja Wahnsinn. Wir können ja mal gucken, was kriegt denn die jetzt für einen Input? Die kriegt jetzt einen Input. Vollständig aufgeladen in 18 Stunden. Die kriegt jetzt einen Input. Aktuelle Zufuhr von 119,68 und fallend. Ja gut, weil die Sonne bewegt sich halt auch. Aber selbst nachts würde ich jetzt nicht die Angst haben, dass das Ding ausfällt. Also so schlimm wäre es jetzt nicht. Das wäre jetzt absolut nicht das Problem. So, alle Komponenten erfolgreich. Jawohl. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe jetzt falsch angefangen mit Schweißen. Ne, ist raus. Okay. Ich dachte schon, ich habe jetzt falsch angefangen mit Schweißen. Okay. So, dann geht das ja schon mal gut los. Okay, jetzt machst du hier. Ja, du machst jetzt hier die Conveyor. Also ist hier, denke ich mal, schon alles fertig. Das sieht gut aus. Dann übernehme ich jetzt die zwei hier. Okay, habe ich alles? Sehr schön. So, dann machen wir hier oben weiter. Für die Einsammler. Oder Sammler. Was, 6 Motoren? Gib die Motoren her. Ich bin 2, wa? So nicht. Aber jetzt muss ich doch glatt mal gucken. Was? Oh, guck mal, den könnte ich sogar machen. Aber ich brauche Silber. Ich hause einfach mal in der Warteschleife. Hoch auch. Oh, und er macht's. Sehr geil. Badabam. Lässt er das jetzt drin? Ja. Komm, und den Bohrer noch. Oh, das ist ja mega. Ah, für den Bohrer reicht's nicht. Doch, reicht noch. Okay. Ja, 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 ja. So, wo ist mein Stuff? Da, da, da. Es fehlt nur noch der Bohrer. Dann bin ich happy. Wo ist mein Bohrer? Wo ist mein Bohrer? Ach, da. So. Dann fliegst du gleich raus und du gleich raus. Und ich pack das gleich wieder. Boah, ja. Mega. Sehr schön. Geil. Upgrade. Upgrade. Werkzeug. Bam. 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 Okay, mal gucken, ob ich jetzt schnell genug bin. Kommt sie mit den Motoren. Ah, guck mal. Oh, wie schnell das geht. Boah. Gut, ich weiß jetzt nicht. Auch Build and Repair hat auch mitgemacht. Okay, gut. Das hat es jetzt auch schon fertig gemacht. Sehr schön.
Und dann können wir den nämlich auch gleich einstellen hier. Okay, guck mal, das ist Verbinder 3. Wir machen mal hier Verbinder Auswurf. Da weiß ich, welcher das ist. Okay, so, dann brauchen wir jetzt hier. Das kann ich hier jetzt. Warum kann ich das hier nicht einstellen? Ach, hier. Auswerfen, alles entleeren, auswerfen. So, das dürfte jetzt normalerweise, ohne dass es zickt, dürfte das jetzt funktionieren. Mal gucken, wie lange das dauert. In der Zeit gehe ich mir mal das Signal holen. Weil dann können wir nämlich da oben langsam anfangen umzubauen. Wenn dann die Kargos mal alle leer sind. Du bist aber nah gelandet. Das ist ja nett. Bringst du mir auch was mit? Nö, na ja, klar. Arsch. So, wo war hier dein Cargo? Dein Cargo war hier. Naja, immerhin was. Was ist das eigentlich? Power Kit. Ah, okay. So nehme ich die. Was machst du? Ah, das lädt meinen Strom wieder auf. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Ist ja wie eine Batterie quasi. Eine Batterie zum Essen. Also muss ich jetzt Batterien essen. Ja. Oh, und das macht gleich viel mehr Gaudi mit dem Grinder hier. Puh, Wahnsinn. So, genau. Und was mir aber auch noch aufgefallen ist, wir haben bei dem Rover was ganz Detailliertes vergessen. Was wirklich Wichtiges eigentlich. Könnt ihr eigentlich mal gucken, wie funktioniert denn der Bohrer hier? Ob es hier noch irgendwas gibt, was man eventuell gebrauchen könnte. Weil ich könnte schwören, ich hatte hier zum Anfang, wo wir gestartet sind hier, dass ich hier auch Gold gesehen habe. Silber jetzt nicht unbedingt, aber Gold. Ich weiß aber echt nicht mehr wo. Weil hier war, glaube ich, das Kobalt. Ich meine, nicht irre. Aber ich könnte echt schwören, ich habe irgendwo auch Gold gesehen. Eisen? Ja gut, das muss ich mal in Ruhe machen. Das muss ich, glaube ich, echt mal in Ruhe machen. Oh, jawohl. Geil. Ein Wölfchen. Ach, warte mal, was hat Sean gesagt mit der Flex? Dann probieren wir das doch mal. Auch wenn er mich jetzt verletzt. Ihhh, das ist ja ekelhaft. Du arme Sau. Aber es geht. Und er bringt Magnesium mit. Das ist sehr schön. Kommt hier noch einer? Ah, dann funktioniert das, dass die Gatlings nicht mehr schießen. Ah, geil. Ja, geil. Das war ja eigentlich auch mein Plan. Aber das ist echt gefährlich mit der Flex. Also schon, falls du das jetzt siehst. Flex ist echt gefährlich. Immer Medikit dabei. Aber seltsam, dass bloß einer kommt. Normalerweise kommen die immer im Rudel. Finde ich schon komisch. Wir hatten hier gebuddelt und das Eis vergessen. Mit dem guten Eis haben wir genug. So, der portioniert noch. Gut, ich hätte es vielleicht auch beschleunigen können, indem dass ich vielleicht hätte zwei nehmen sollen. Aber warte mal, das könnten wir zum Beispiel hier noch machen. Ich hoffe bloß, dass die vier Cargos reichen. Ich hoffe echt, dass die vier Cargos hier reichen. Ansonsten muss ich wirklich nochmal zwei hier oben drauf setzen. Oder halt dran patschen. Dass das hinhaut. Warte mal, das könnten wir eigentlich mal probieren. Wir haben ja Build and Repair wieder am Start. Ich probiere es gleich mal mit einer Grube. So. Das wird nicht reichen, ne? Oder wenn ich hier jetzt eine Kurve mache? Ne, das ist zu nah. Oh oh.
Oh, big job. Sehr gut. Nice. Das Blöde ist echt bloß, ich glaube, ich müsste die Sammeleinstellung ausmachen. Das Build and Repair aufhört einzusammeln, das Zeug. Aber ich meine, so viel kriegt es ja nicht. Dafür spuckte das ja viel zu schnell aus. Ist bloß die Frage, macht er das jetzt nur aus dem Cargo oder macht er das aus allen Cargos? Ne, ich glaube, der macht das aus allen Cargos. Ja, das wäre schon mal nice. Wenn das aus allen Cargos passiert, dann ist es echt cool. Gut, warte mal, wir machen das mal anders. Jetzt habe ich natürlich wieder einen Haufen Scheiß einstecken hier. Ich kotze mich jetzt hier mal kurz aus. Warum kann ich... Achso, nee, das war ja die Taste. Ich bin nur doof. Das sind doch, die ist auch leer. Achso, nee, die müsste ich woanders reinpacken. Da muss ich halt auch aufpassen. Ja, weil jetzt ist hier irgendwo eine Flasche drin. Jetzt ist hier irgendwo eine Flasche. Da ist sie. Guck mal. Die Flasche. Das Fläschchen. Das Fläschchen. Warum kriege ich hier eine Info? Das ist doch ein separates Grid, oder? Warum ist hier alles an... Warum wird mir alles angezeigt? Das finde ich jetzt schon wieder echt verwirrend hier. Das ist uncool. Ja. Weil ich bin doch eigentlich in dem separaten Grid drin. Warum kriege ich hier... Ach ne, das war der Sammler. Ach, ich bin ja blöd. Das ist ja bloß das Grid. Ja gut. Wieso ist hier eine Waffe drin? Achso. Habe ich meine Waffe weggeschmissen? Hoppala. Ich hatte auch meine Muni weggeschmissen. Ich habe mir doch vorhin... Hä? Wo sind meine Magazine? Ah ne, stimmt, die habe ich vergessen. Oh, Die habe ich ja vergessen. Verdammt. So, ich wollte jetzt nochmal was anderes machen, genau. Sagen wir, machen das mal anders. Wir fangen hier mal mit einer Tube an. Dann hier mit einer Grohe und hier wieder ein, Entschuldigung, großes Förderbandleitung. Hier eine Leitung, da eine Leitung. Und dann machen wir jetzt, jetzt müssen wir wieder hier eine, genau. Und dann müsste das ja theoretisch vom Abstand passen, wenn ich hier noch, der spuckt das ja ziemlich weit, ne? Ja. Gut, wenn ich hier jetzt schon den Verbinder dran setze. Das war okay, Verbinder, D7, so. Oh, und ich habe nicht genug Stuff, verdammt. Kriege ich das hier raus? Ja. So, dann müsste das hier hoffentlich ziemlich weit rotzen. Und dann könnte man das theoretisch von der Seite auch noch machen, dass es vielleicht eventuell ein bisschen schneller geht. Ja gut, da könnte ich es aber auch gleich von hier aus machen. Weil da komme ich dann sowieso hin. Das Problem ist bloß, ich hoffe, die beäugen sich dann nicht gegenseitig. Also wenn der eine äumelt, dass der andere äumeln kann. Naja, komm, wir probieren das jetzt einfach. So, halt. Machen wir mal Bedienfeld. Verbinder 4 ist Auswurf. Oh, was hab ich denn gemacht? Vor allem so. Auswurf 2. Warum ist denn jetzt... Jetzt finde ich es nicht. Ja, auswerfen, entlernen alles. Also ich würde sagen, das geht definitiv etwas schneller. Also würde ich mir jetzt auch vornehmen, wir bauen jetzt hier auch nochmal eine Seite dran. Und wenn wir das jetzt von hier machen... Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. So, zack. Ein Röhrchen, noch ein Röhrchen. Und noch ein Röhrchen. Und noch ein Körfchen. Eine Kurve.
Und dann hier Verbinder. Ja, oh, shit. Naja, in der Zeit kann er das machen. Da kann ich jetzt mal meine Bullen grapschen. So, und den Rest kann ich ja am... kann ich ja dann am Rover immer die ganze Zeit machen. Das ist ja alles nicht so wilde. So. Jetzt lassen wir den auch noch mitäumeln. Das ist dann... wieso bin... Achso, das ist der andere Turm. Ja, das macht mich auch fertig. Auswurf... 3. So, auswerfen, alles entleeren. Zack. So, dass es alles ein bisschen schneller geht. Ich könnte jetzt auch noch einen von oben mitäumeln lassen, aber ich glaube, das wird dann ein bisschen zu viel. Das könnten wir dann jetzt ruhig mal machen lassen. Das ist mir jetzt als quasi schnellste Möglichkeit eingefallen, dass man diese Kargos leer kriegt, dass wir da umbauen können und eine andere Lagerplatzstätte hat, quasi. So, dass man halt hier was machen kann. Hier wird es zwar nicht sortiert, aber das ist jetzt erstmal egal. Es geht aber wenigstens nicht verloren. Es ist jetzt ein Haufen Eis, ja. Das ist mir klar. Aber es funktioniert. Und das ist sehr gut, dass es funktioniert. Das wird jetzt eine Weile dauern. Ich erspare euch das. Ich mache jetzt hier auch kein Timelapse oder eine Vorspulaktion. Ich würde einfach sagen, das war's für die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein bisschen Feedback da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ob mit Sean oder noch nicht, weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Müssen wir mal gucken, wie er Zeit hat. Ansonsten sehen wir uns wieder. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.